Herr Schäfer, zu den Clinton-E-Mails sind in den letzten Wochen wieder hunderte neue aufgetaucht. Ich würde mal gerne wissen, seit wann sich jemand im AA mit diesen E-Mails befasst. Ich habe da auch mal reingeguckt, dass viel vom Auswärtigen Amt, vom Außenminister und Außenministerin die Rede. Interessiert Sie das im Auswärtigen Amt? Ich glaube, wir verfolgen das im Wesentlichen als eine innenpolitische Frage im einem ziemlich aufgeheizten amerikanischen Wahlkampf. Aber ich glaube, eigene Stakes, eigene Meinung dazu haben wir nicht. Ich bin sicher, dass es Kollegen und Experten im Auswärtigen Amt gibt, vielleicht in dem zuständigen Länderbereich für die USA, die das sehr viel aufmerksamer verfolgen, als es etwa der Außenminister täte oder andere in der Leitungsebene des Auswärtigen Amtes. Und wenn Sie anspielen darauf, dass da vielleicht Informationen herausgegeben worden sein könnten, die auch uns betreffen, so kann ich das nicht ausschließen, das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Das wäre nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, dass Informationen aus amerikanischen Quellen, in dem Fall Drahtberichten, herauskommen. Sie erinnern sich sicher gut an die Zeit 2011 oder 2010, als WikiLeaks große Wellen schlug, weil ganze Batterien von amerikanischen Drahtberichten von WikiLeaks ins Netz gestellt worden sind. Auch das haben wir damals in aller Ruhe uns angeschaut und werden das in diesem Fall auch tun, wenn es da Dinge gibt, die irgendwie mit der deutschen Außenpolitik zu tun hätten. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.